Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, heute feiern wir Pfingsten. Es ist heute also der Geburtstag der Kirche. Geboren werden konnte diese nur, und darauf verweist uns der dritte Glaubensartikel des Glaubensbekenntnisses, durch den Geist. Denn so heißt es: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und wie sollte es daher auch anders sein? Heute dreht sich der Predigttext um genau diesen Geist. Und so heißt es im Römerbrief im 8. Kapitel: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist er Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Gemeinde, über den Geist zu sprechen ist verdammt schwer, denn im Gegensatz zu Gott Vater oder zu Jesus gibt es über ihn wenige fassbare Bilder. Mir fallen zwei auf Anhieb ein, die Taube und die Feuerflammen. Tauben finden heutzutage viele Menschen eher abstoßend, Feuerflammen können Angst machen. Also so richtig schöne Erzählungen von ihm gibt es daher wahrscheinlich nur indirekt. Sie finden sich auch heute noch, und zwar überall dort, wo Menschen, die getauft wurden und an Gott glauben, ihrem Glauben bzw. der befreienden Tat Jesu Ausdruck verleihen. Weil man den Geist an sich nicht sehen kann, möchte ich ihn mit einem Gleichnis von Viktor Frankl veranschaulichen, wobei Frankl sicherlich nicht den Geist Jesu vor Augen hatte. Allerdings war Frankl Jude und hatte einen tiefen jüdischen Glauben, und sein Menschenbild, das er vertrat, ist daher sehr biblisch und beruht auf dem Alten Testament. Der Mensch ist ein leiblich-seelisches Wesen, dem der Geist eingehaucht worden ist, so Frankl. Für Frankl ist dieser Geist eben nichts Kognitives, nichts, das Wissen entwickeln oder ansammeln kann. Es liegt also fern, Geist mit Intellekt oder Intelligenz gleichzusetzen. Intellekt oder Intelligenz in Ansätzen haben ja auch höhere Säugetiere und ist damit nichts spezifisch Humanes, im Gegensatz zur geistigen Dimension, die nur dem Menschen zu eigen ist. Und Frankl, ein begnadeter Gleichniserzähler, findet nur ein einziges Gleichnis vom Verhältnis des Geistes zum Leib. Für ihn verhält sich eine geistige Person zu ihrem Organismus, also zum Leib, wie ein Musiker zu seinem Instrument. Also es geht um die Beziehung beispielsweise des Flötisten zu seiner Flöte, des Geigers zu seiner Violine, des Pianisten zu seinem Klavier. Letzteren Musiker greift er auf und verdeutlicht sein Beispiel näher. Eine Sonate kann weder ohne Klavier noch ohne Pianist gespielt werden. Frankl ist bewusst, dass dieses Gleichnis nicht ganz stimmt. Denn einen Musiker könne man ja im Gegensatz zum Geist sehen. Außerdem würden ja Pianist und Klavier immer auf einer Ebene sein, was beim Körper und Geist nicht der Fall wäre. Und ähnlich sieht das auch der heutige Predigttext.
Der Geist ist viel höher, eigentlich das höchste Gut zum Leben und zum Frieden. Der Leib ist dem Tod und dem Gesetz unterworfen und wir Menschen sind von diesem nur befreit, weil Jesus selbst Mensch wurde und in meinem Kopf allen Instrumenten die Möglichkeit gab, nicht nur Molltöne, sondern auch Durklänge von sich zu geben. Und dennoch, und das erfahren Sie vielleicht genauso wie ich, bedingen sich nach wie vor Leiblichkeit und Geistigkeit. Frankl versucht daher anhand seines Gleichnisses Folgendes zu verdeutlichen. Jeder von uns ist eine geistige Person und jeder von uns hat einen psychophysischen Organismus. Und beide stehen in einer instrumentalen Beziehung zueinander. Das heißt, wir Menschen können unsere Lebensmelodie ohne unseren Instrument, ohne den Leib nicht spielen. Wir tun uns damit auch sehr schwer, wenn wir nur eingeschränkt spielen können, weil unser Instrument beschädigt ist. Und dennoch ist das beste Instrument keine Garantie für hervorragende Lebensmusik. Ein Laie entlockt einer Stradivari vermutlich nicht einmal die Tonleiter. Und ein Künstler könnte wahrscheinlich auch auf beschädigten Instrumenten noch Harmonien zustande bringen. Und ist das nicht ähnlich in unserem Leben, wie wir es kennen? Ich staune immer wieder darüber, was für großartige Dinge manche behinderten, kranke oder gebeutelten Menschen aus ihren Möglichkeiten heraus noch hinbekommen, während andere voller Gesundheit Möglichkeiten ungenutzt lassen. Oder anders ausgedrückt, ich bin immer wieder begeistert, wenn Menschen, die unvorstellbares Leid in ihrem Leben erfahren haben, durch ihren Glauben und ihre Lebenslust großartige Durlieder zaubern, ohne das Moll zu vertuschen. Der Musiker bestimmt letztlich die Melodie, die er mit seinem Instrument spielt. Und jede und jeden von uns ist durch Gottes Sohn, durch Jesus möglich, Lieder des Lebens zu spielen. Denn Jesus hat das Lied des Todes zu einem Lied der Ewigkeit umgedichtet. Er hat die Melodie des Gesetzes zu einer Melodie der Gerechtigkeit umkomponiert. Und vielleicht verstehen wir deren Text nicht immer oder können ihn auch nur bedingt mitsingen. Aber wir hören diese Melodien in den Evangelien und können sie hoffentlich irgendwie mitsummen, vielleicht sogar nachspielen. Und dieser Gedanke ist für mich ermutigend und ich möchte glauben, dass das der Geist Gottes mit uns macht, der uns mit Jesus verbindet. Wir können zwischen den Zeilen die Töne hören, können in den Worten Jesu die Tonlage interpretieren und am Ende des Tages versuchen, darin unseren Klang zu finden und dadurch ein Leben und Frieden erfahren. Oder paulinisch ausgedrückt, das Gesetz des Geistes macht in Jesus Christus lebendig und ja, da ja Gottes Geist in uns wohnt, sind wir die Seinen von Christus. Und dann ist da noch ein sehr tröstlicher Gedanke am Ende des Gleichnisses Frankls und auch am Ende des heutigen Predigttextes. Frankls Gleichnis und Menschenbild entsprechend muss die Frage noch beantwortet werden, was geschieht, wenn ein Musikinstrument, wenn der Leib total hinüber ist? Gewiss verstummen Musikkompositionen und man wird den Musiker nicht mehr hören bzw. wahrnehmen. Aber er ist noch lange nicht kaputt wie sein Instrument. Denn so die These Frankls. Vielleicht geht die geistige Person mit dem Absterben ihres leiblichen Instrumentes in eine Welt ein, die mit Musik erfüllt ist. Und der Römerbrief würde sagen, dass vielleicht dieser These kannst du dir sparen. Denn wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und so erfülle unseren Geist der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.